Buchholz war am 31. Januar 1891 in Bromberg, Deutschland geboren. Ist am 29. Dezember 1972 in Berlin, Deutschland gestorben. War ein Grundschullehrer und beginnt abstract Arbeit machen nach der Ersten Weltkrieg. Der blaue Reiter beeinflusst macht mit viel Materialien einschließlich Wald, Siebdruck, Farbstift oder Rohmaterialien, Wasserfarben, Papier und Lindwald. Praktiziert Abstract Composition und Konstruktivism. Konstruktivism ist eine künstlerische Philosophie, die in Russland begann Anfang 1919, eine Absage an die Idee der traditionellen Kunst. Es hat einen großen Effekt auf die Bewegungen der modernen Kunst des 20. Jahrhunderts. Ich denke, dass sehr interessantes und cool.